Und wir wollen das Thema vertiefen mit dem Staats- und Verfassungsrechtler Professor Volker Böhme-Nessler. Herzlich willkommen. Hallo. Das ist ja ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der Bundesrepublik. Wie schätzen Sie die Begründung des Gerichts ein? Also ich kenne die Presseerklärung des Gerichts. Ich kann die Presseerklärung nicht nachvollziehen. Aus meiner Sicht ist das ein Urteil. Die Begründung überzeugt nicht. Der entscheidende Punkt ist, Sie sagen völlig zu Recht, das ist ein einmaliger Vorgang. Das hängt auch damit zusammen, dass Gerhard Schröder der erste und einzige Bundeskanzler ist, dem man dieses Recht weggenommen hat. Seit 50 Jahren gibt es dieses Recht. Und das Recht heißt eben im Augenblick, oder das Privileg heißt, Bundeskanzler, die außer Dienst sind, dürfen weiterhin bekommen vom Bundestag, also vom Staat, ein Büro gestellt und Angestellte gestellt. Nach dem Motto, einmal Bundeskanzler, immer Bundeskanzler. Man arbeitet sozusagen weiter und braucht dazu was. Man kann sehr drüber streiten, finde ich, ob diese Regel sinnvoll ist. Die klingt so ein bisschen nach Privilegien aus feudalistischen Zeiten. Und teuer ist es auch. Und da kann man sehr drüber streiten. Das Problem ist aber das Gewohnheitsrecht und das Gleichheitsrecht. Deswegen finde ich das ganz problematisch, dass ausgerechnet Gerhard Schröder und nur Gerhard Schröder dieses Recht entzogen wird. Und ich finde es auch aus rechtlichen Gründen problematisch. Ein ganz wichtiger Rechtsgrundsatz des deutschen Rechts ist der Gleichheitsgrundsatz. Gleiche Sachverhalte müssen gleich behandelt werden. Und dann geht es eben nicht, dass man einem ehemaligen Bundeskanzler das wegnimmt und andere Bundeskanzler hatten das und eine ehemalige Bundeskanzlerin, nämlich Frau Merkel, hat es auch. Das ist schwierig, diese Ungleichbehandlung. Sie haben schon angesprochen, also man kann darüber streiten, ob diese Regel wirklich noch zeitgemäß ist oder nicht veraltet ist. Wie ist denn das Ganze überhaupt gesetzlich geregelt? Es ist grundsätzlich gesetzlich nicht geregelt. Es gibt keine geschriebene Regel, kein Gesetz, in dem drinsteht, Bundeskanzler außer Dienst haben Anspruch auf Büro und Schreibkräfte und Mitarbeiter und so weiter. Das ist, glaube ich, auch die Krux. Der Bundestag müsste einfach eine politische Entscheidung treffen und sagen, wie wollen wir denn das wirklich machen und es dann ausdrücklich aufschreiben. Und da könnte er sagen, wir finden die Regel gut aus politischen Gründen, wir machen es weiter. Oder er könnte auch sagen, na, wir lassen das, wir streichen das. Das ist irgendwie ein Überbleibsel aus einer Entscheidung, die vor 50 Jahren getroffen worden ist, die müssen wir nicht ewig weiter so betreiben. Letztlich brauchen wir eine gesetzliche Lösung für dieses Problem. Ja, denn die Begründung des Haushaltsausschusses, die war ja, dass Schröder keine fortwirkenden Verpflichtungen auf seinem Amt mehr hat und eben nicht Schröders Beziehungen zu Russland und zu Putin, obwohl wir ja alle wissen, dass das eigentlich der ausschlaggebende Grund war. Glauben Sie, dass das so ein bisschen mit reingespielt hat? Klar, es sollte nicht vor Gericht, da sollten die Fakten gelten, aber... Also es sollte nicht, es darf rechtlich auch nicht reinspielen, weil wir haben ja Meinungsfreiheit. Man kann nicht jemandem ein Recht nehmen, bloß weil er eine bestimmte Meinung vertritt, die wir nicht mögen. Also ich teile nicht die Meinung von Schröder zu Putin und dem russischen Angriffskrieg. Aber trotzdem geht es nicht, dass man sozusagen als Sanktion jemandem ein Privileg wegnimmt, weil er eine Meinung vertritt, die nicht die Mehrheitsmeinung ist. Also insofern ist das auch schwierig. Das sagt man natürlich so ausdrücklich nicht. Aber die Gründe, die wirklichen Gründe, die angeführt worden sind, die sind so dürftig, dass man tatsächlich das Gefühl hat, das sind vorgeschobene Begründungen. Also diese Begründung, der Bundeskanzler nimmt keine Amtsgeschäfte mehr im weitesten Sinne wahr, nachdem er im Ruhestand ist. Das galt für andere Bundeskanzler auch, die dann das hatten. Und das gilt für Frau Merkel auch, wenn wir ganz genau hingucken, was Frau Merkel gerade macht. Die nimmt keine nachwirkenden Aufgaben aus ihrer Bundeskanzlerschaft mehr wahr. Die macht andere Dinge. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber man darf eben nicht mit zweierlei Maß messen. Das ist das Problem hier. Das heißt also, Sie sehen diese Begründung kritisch. Und genauso wird das wahrscheinlich auch Herr Schröder und sein Anwalt. Sie werden das auch so sehen. Zweite Instanz, jetzt geht's weiter. Wie sind da die Chancen? Ich bin sicher, dass Gerhard Schröder in die zweite Instanz geht. Da gibt es, glaube ich, ganz wenig Zweifel dran. Es ist natürlich ganz schwierig, das einzuschätzen, die Entscheidungen von Gerichten einzuschätzen. Rechtswissenschaft ist keine so ganz exakte Wissenschaft, dass man mathematisch genau was vorhersagen könnte. Ich denke aber, dass die Chancen steigen, weil wir dann länger darüber diskutieren und das nächste Gericht sich noch andere Gedanken macht und vielleicht auch stärker den Gleichheitsgrundsatz beachtet. Und dann werden wir wieder miteinander sprechen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch. Ich freue mich schon drauf. Danke.